So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Top 3, die besten Waffen in Battlefield ist wieder angesagt. Heute zeige ich euch die Pistolen bzw. die Handfeuerwaffen. Und das sind so Dinger, da entweder sie liegen einem oder sie liegen einem nicht. Also man muss ein bisschen rumprobieren, welche Pistole zu einem passt und welche nicht. Und dann kann man die so für sich persönlich aussuchen. Ich zeige euch als erstes meine absolute Lieblingspistole. Das ist die FN57. Warum ist die so geil? Ja, in Battlefield 3 und auch in Battlefield 4 ist es so oder war es so, dass wenn man bei Pistolen so schnell drückt, wie man will, die Dinger einfach nicht schneller schießen. Da gibt es dann irgendwie so eine Barriere, sage ich mal. Die stocken einfach ein bisschen. Das ist bei Battlefield 4 jetzt auch so. Bei jeder Pistole, außer bei der FN57. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das noch gepatcht wird oder so gewollt ist. Wenn es so gewollt ist, dann ist es extrem geil, weil dieses schneller klicken plus schneller schießen, das geht einfach extrem ab. Ihr seht ja, die Gegner hier, die werden zerrissen von meiner Pistole. Die können da irgendwie nichts gegen tun. Und ja, das ist so geil an der Pistole, die schießt einfach so verdammt schnell und wenn man schnell klicken kann, dann geht die extrem ab. Also nehmt sie auf jeden Fall mit, ich habe sie jetzt in jeder meiner Klasse als Standardpistole dabei. Es macht so Spaß mit der zu spielen, endlich in Battlefield eine Pistole, die schneller schießt, wenn man auch schneller drückt. Und das ist einfach so extrem geil. Meine absolute Lieblingspistole, die FN57. Wir kommen mal zur zweiten Pistole, da habe ich mir jetzt so ein Standardding ausgesucht. Also es gibt glaube ich 4-5 Pistolen, die MP443, die M9, die P226 und noch eine. Die sind eigentlich so die Standarddinger, die sind relativ gleich. Die ähneln sich alle sehr von der Statistik und auch vom Feeling her. Deswegen probiert da einfach jede mal aus und nehmt euch die, die euch am besten gefällt, vom Feeling, vom Namen her, wie auch immer, vom Aussehen. Ich habe mir jetzt die MP443 ausgesucht, ist halt so ein Standardding. Es gibt schlechtere, oder es gibt nicht wirklich schlechtere, sage ich mal, es sind eigentlich so die schlechten, aber es gibt auf jeden Fall bessere, aber es ist halt so ein Standardding, damit kann man nichts falsch machen, die kann man mitnehmen und die Pistole ist ja eh nicht als Hauptwaffe gedacht und um dann angeschossenen Gegner mal noch zu erledigen, wenn man keine Munition mehr hat, dann reichen die auch völlig aus, aber es gibt halt auf jeden Fall bessere, aber es kommt halt auch darauf an, wie man mit den Pistolen so persönlich klarkommt, habe ich am Anfang schon gesagt, entweder man kommt mit der klar oder nicht. So, bei der dritten und letzten Pistole wird heute relativ kurz das Video, ich denke mal so 4 Minuten, habe ich mir echt Gedanken gemacht, so was nehme ich da. Also eigentlich war ich mir von Anfang an sicher, ich nehme die Magnum und ich war mir so sicher, weil die in Battlefield 3 so geil war und da auch mein Lieblingsrevolver war. Aber die MP412 Rex haben sie ja schon mal verschissen. Und als ich die Magnum dann freigeschaltet habe und den ersten Schuss abgegeben habe, wusste ich schon, die haben sie auch verschissen. Es ist einfach so, mit denen kommt man einfach nicht mehr klar. Die zwei Waffen sind einfach total verkackt. Zumindest komme ich nicht damit klar. Und alle anderen haben sich auch schon so ein bisschen darüber beschwert. Finde ich ein bisschen scheiße. Deswegen dachte ich mir so, da gibt es noch so ein paar andere, ich sag mal aus anderen Kategorien. Erstmal die M1911 und die Kompakt 45. Das sind so zwei Waffen, langsamere Feuerrate. Also man kann so schnell drücken, wie man will. Und die hakeln relativ schnell. Sie machen relativ viel Schaden, 40 glaube ich, aber haben auch relativ wenig Munition. Mit den beiden bin ich einfach überhaupt nicht klargekommen. Ich konnte mit denen einfach nicht Gegner töten, also ich konnte schon, aber halt nicht so gut. Deswegen dachte ich mir, dann gibt es noch die G18 und die 93R. G18 ist halt so, schießt schnell, zieht ein bisschen nach oben, Munition ist schnell weg. Bei der 93R ist es so, da kann man das ein bisschen abtimen und die hat die genau gleiche Feuerrate, wenn man die Bursts richtig drückt. Also es ist halt eine Burst-Feuerwaffe. Und deswegen habe ich mir die 93R ausgesucht. Ist halt auf Distanz ziemlich scheiße wie die G18, aber man kann die einfach besser kontrollieren. Und es kommt dann so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Deswegen für mich die 93R. Schreibt doch mal eure Top 3 Pistolen in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Das unterstützt mich auch. Würde ich mich sehr freuen. Ich verabschiede mich von dem Video und sage bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.